Damit geht's dann weiter. Ja. Ja, wir sind hier. Du machst dir Sorgen. Ach so. Die hat schon Jack, die hat schon Jack Sorgen gemacht, nicht um uns. Tja. Gut, zum Glück heißt wir ja natürlich nicht Jack, ne? Ja, gut. Das Problem ist jetzt, ich weiß nicht, welche Aufgabe wir, oder eher gesagt, welche Mission wir als nächstes machen sollen. Oder eher gesagt, machen werden. Ich habe da immer noch zwischen. Ich meine, wir haben noch sehr, 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 sehr viel vor. Ne? Entweder reiten wir zu Matthew, zu Wench, oder zu Esquella. Javier Esquella, ne? Aber ich würde eher sagen, wir tendieren. Was ist das? Ist Stall. Unsere Pferde, ja. Günther ist immer noch tot, ne? Rip Günther. Wir können auch Kopfgeldjäger machen. Aber ich würde eher sagen, wir tendieren doch lieber zu Matthew. Also Hussi, Hussein, 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 Hussi, Matthew. Wie auch immer. Wir nennen einfach Matthew, habe ich letztens noch gesagt. Und dann holen wir unser Pferd und galoppieren dahin, würde ich mal sagen. Ich meine, ich kann mich noch wiederholen. Ne? Das mache ich auch. Red Dead Redemption. Heilige Scheiße. Was für eine Scheißgrafik, ne? Also, ich meine damit, holy shit, ne? Weil, ja, man sieht's einfach. Also, ich meine, ich spiele es auf der Series X, ne? Und es sieht einfach verdammt scheißgeil aus, ne? Ja. Ideas above her station. Above anyone's station, that one. Was hat sie mit ihren Armen? Gut, wir, wie gesagt, reiten zu Matthew, ne? Und bis jetzt hat sich Red Dead Redemption 2 auf jeden Fall gelohnt. Ich meine, wie gesagt, wenn ihr euch die Grafik anschaut. Mir fehlen da die Worte, ja. Mir fehlen da einfach die Worte. So ein geiles Game. Ja, und ich verstehe nicht, warum ich das nicht früher angefangen habe. Aber auch, ich bin auch froh, dass ich das nicht früher angefangen habe. Denn, ihr wisst doch, glaube ich, warum. Ne? Kann man das hier auch einstellen? Und zwar geht es, weil ich wie gesagt, die Series X habe. Ne, es sieht, ja, ne, einfach geil aus. Jetzt meine Frage. Kamera, nein. Kann man automatisch wechseln? Third Person. Nein, es geht mir ums Reiten. Also wenn wir auf dem Pferd laufen, Pferd laufen, auf dem Pferd reiten, kann man nicht. Ne? Zielfassung, Third Person Shooter. Person, nein, schade. Aber warum? Ich verstehe nicht, warum das nicht geht. Speichern automatisch, lassen wir so dran. Celsius, Kilogramm, Gewicht. Ja, Fahrenheit ist nicht unsere Einheit. Kilogramm ist unsere Einheit natürlich in 24 Stunden. Ne? Audio, Kamera. Mir geht es nicht, wie gesagt, um die Kamera. Mir geht es eher, wie gesagt, um das Reiten. Ob man das hier auch einstellen kann, dass das Pferd automatisch reitet. Ne? Das interessiert mich am meisten. Aber ich glaube, das gibt es hier nicht. Ne? Kann man das hier einstellen? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Schade. Gut, dann müssen wir selber. Ist ja auch kein Problem. Reiten, Fahrzeug, Erfassungs. Reiten, Reittieren und Fahrzeug. Wann gibt es Fahrzeug? Automatisch wechseln. Kamera. Schon ein Todbereich. Na. Ah, Rennmodus. Rennen umschalten. Antmelf. Machen wir das mal an. Passt die Zeit an, in den das Spiel das Antippen da gedrückt. Ich halte ein, ob Abschnitt der Antippen schon verläuft.
Warte. Rennen umschalten. Okay. Schade. Ach nee, wir machen, okay, ich glaube, das funktioniert jetzt. Wir probieren das mal aus, ne? Ich bin gespannt. Okay, ich sehe jetzt da irgendwie keinen Unterschied. Doch, der rennt automatisch. Ah, das ist perfekt. Okay, aber er rennt auch dort. Schneller? Nee. Ich dachte, wenn wir so machen, dann geht das nicht. Ah, schade. Ich dachte, man kann das einstellen. So, das fährt, wenn man einmal drückt oder zweimal drückt, dass es automatisch rennt. Ne? Aber das kann man hier nicht einstellen. Ist ja egal, gesagt. Guten Tag, Sir. Vogel, Mensch, du. Blick mir nicht beim Reiten hier rein. Aber habe ich schon erwähnt, dass das eine geile Grafik hat hier, ne? Habe schon mehrfach gesagt, ne? Ja. Ah, wir sind schon bei Matthew. Ruhig, ruhig, ruhig. Oh oh, hier haben wir auch 75 Dollar Kopfgeld. Das ist gar nicht gut, aber wir wollen doch nur zu Matthew reiten. Da sind wir schon. This is Seamus. He's our new partner. I ain't no such thing. Prospective new partner, if he likes us. Liking ain't the problem. Trusting is, as I said. Keep your voices down. I don't want my boss hearing. This is a sideline. Of course. Look at us. Honest as the day is long. Exactly. I'll tell you what. Let us prove ourselves. Prove ourselves? To this clown? What you talking about? Good day, Hosea. Good luck with your business dealings. Listen. He's rough and ready and quick with his tongue, but I swear you can trust him and trust me. I'm an old man. You're not old, Seamus. I'm old enough. And you know why I ain't dead? You don't trust idiots. Exactly. We're not idiots. Let us prove it to you. Okay. I'll tell you what. Arthur. Old Bob Crawford and his boys just bought a beautiful stolen stagecoach from upstate. It's in their barn. Now you go get that. And then we can work together. Who's old Bob Crawford? An acquaintance of mine. So you want us to take out your competition? Well, he's not just an acquaintance, but a cousin by marriage. I also want to see if you boys got what it takes. Now, you survive that. Where is he? Well, he's in a farmhouse just northwest of here called Carmody Dell. It's just up the train tracks as you're heading up towards Fort Wallace. There's also some money in that house, but that's your business, not mine. But don't kill nobody. Folks know we ain't intimate no more, and they'll know it was me. But you're fine with us robbing your cousin. By marriage. And yes, I'd love it. You heard the man. Let's go rob his cousin. By marriage. Hey, Cowboy Bob Orton. Nee, wir sind ja nicht beim Wrestling. Entschuldigung auch dafür.
Ne? So, Matthew, wohin geht's denn? Was wirklich? Ist klar. Okay, wo müssen wir hinreiten? Wo müssen wir hinreiten? Ja gut, ich meine, es markiert. Okay, dann hoppla hopp. Begib dich nach Comedy. Some strong arm. That's usually how it goes. Yes, but you know how this works. Come on, Hosea. That fetter's a joke. And that's why he's perfect. He won't cause us any problems. A safe spot to fence wagons and coaches? That's easy money for us. I guess you're right. Come on, it's not like he's asking us to rob a bank. If the two of us can't steal a stagecoach from Seamus's old crooked cousin by marriage, we should hang up our hats now. Yeah! Whoa! Was steht da? Ausdauer ist da sowieso egal. Ich verstehe es nicht. Naja. Wohin reiten wir überhaupt? Weißt du, hättest du auch mal was sagen können. Oh! Ja gut, das war's, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Nein, natürlich nicht. Scheiße, es geht natürlich weiter. Lead the way. He said the place is just northwest of here. Me? The other one who's been out gallivanting around here. That's what you call it. Well, clearly you've recovered from your bear encounter. Could have played that better, couldn't you? Thought you wanted me here to show some strong arm. That's usually how it goes. Yes, but you know how this works. Come on, Hosea. That fetter's a joke. And that's why he's perfect. He won't cause us any problems. A safe spot to fence wagons and coaches? That's easy money for us. I guess you're right. Come on, it's not like he's asking us to rob a bank. If the two of us can't steal a stagecoach from Seamus's old crooked cousin by marriage, we should hang up our hats now. Tippe im Rhythmus des Galoppes deines Pferdes auf A, um Ausdauerverlust zu verhindern. Ja, das mache ich doch. Ich drücke A, ne? Also ja, abwechselnd. Ich glaube, wir reiten wieder falsch. Ich muss mal auch auf die Karte schauen. Und das Pferd wird auch dreckig? Nee, wir müssen das Essen geben. Essen? Ich meine, wir haben Essen. Ja. Tritt hier dann mit José. Was macht der da? Hallo, José, was? Wo ist der? Was machst du da? So, what's the story with that Emerald Ranch? Find out anything else? A little. Owner's a nasty type by all accounts. Seamus is sure scared of him. That's not saying much. Something strange about the place. Used to be a saloon there, general store. Now it's all closed up, but they seem to have money. So? Hey, let's keep it down now. We must be close. Whoa! Ah! Okay, hier sind wir. That must be the place up ahead. We should go on foot from here. Okay. Dann gehen wir zu Fuß dann. What we're dealing with. Come on. Folge José, um Camodi de auszukundschaften. Okay. Ich meine, zur Sicherheit können wir unsere Schrotflinte. There's the house. I see the barn in the back. Wir haben keine andere Waffe, ne? Scheiße. Coach has to be in there. Aber braucht noch keiner. Kann man? Flintenschuss, Schrotschuss, okay. Okay, let's take a quick look at the place. Fernglas.
Zoom. Da ist Feuer. Warte, um das Haus. Achso. Head over, distract him by putting on a little show while you sneak into the house, find what you can, then get the stagecoach. Or wait until nightfall. Sneak in, then I'll get the coach. You can try the house. What do you think? Dann gehen wir bei Nacht rein. Just wait. Okay, let's go. Sure. You go into the house. I'll go find this wagon. Okay, ich gehe ins Haus, er sucht einen Wagen. Perfekt. Müssen wir uns aber reinschleichen, ne? Sehe ich so richtig so, ne? Ich glaube, das... Ach. Im Haus sind nur 45 Dollar? Das ist doch nichts, oder? Möhren kann man immer gebrauchen. Pferd und so. Knoblauch. Kann man das... Apfel kann man Knoblauch... Nee, schade. Kann man nicht mitnehmen, Knoblauch. So, was haben wir denn noch hier so Schönes? Ach, durchsuchen. Was ist denn da drin? Kamin. Was Verstecktes. Oh, da. Oh. Wie sind denn das? 105. Oh. Naja, wir gehen doch jetzt nicht raus, du. Wir nehmen jetzt hier alles mit, was wir finden. So blöd sind wir doch nicht. Hier ist nichts. Shadow, ist da etwas drin? Leise, ganz leise. Psch. Jetzt gehen wir raus. Jetzt gehen wir nach oben. Das erinnert mich ein bisschen an GTA San Andreas. Oh oh. Auch hier gehen wir kurz dran. Können wir hier ran? Ne, schade, dann gehen wir raus. Ich meine, gut, 185 Dollar ist ja auch schon eine Menge. Ja, das, damit kann man leben. Okay, steigen wir auf. Okay, dann. Wollen wir mal. Danke für die Kutsche, ne? Stick around here for? Not sure. Till we can't, I suppose.
Feels like we're starting to get back on our feet, slowly but surely. Just need to keep at it. Okay, here we are. Just pull the coach into the barn there. Hello, okay, dann wollen wir mal kurz hier in die Scheune fahren. Nice people. Park that thing in here. Quickly. Nice work, Hosea. It was mostly Arthur. Like I said, coarse but competent. Here. Thank you. If you find any other coaches that need selling, I'll see what I can offer you for them. But discreet, you know. Of course. Goodbye, gentlemen. I'm heading back to camp, I think. You coming? Das war doch ein schönes Geschäft, ja. Ich meine, hat sich doch auf jeden Fall gelohnt, ja. Ich meine, wenn wir das Geld jetzt noch behalten dürfen, warum denn nicht, ja? Annehmen. Okay. Sure. Sure. Okay. Da reiten wir zurück ins Camp, hat er gesagt, ne? Ja. Und da sind wir auch schon. Matthew. $300. Du kannst jetzt gestohlenen Wagen an. Siemens beim Lila auf der. Siemens beim Lila kauft gestohlenen Wagen an. Ah, okay. Okay, krass. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Wie viel Dollar haben wir jetzt? $300? Ja, ne? Wir haben jetzt $300. Krass. Krass. Das ist eine. Ja. Das ist. Ja, ne? Das ist eine gute. Also, ist eine Hausnummer, ne? Also. Ja. Ist krass, ne? Gut. Ich würde sagen, wir ruhen uns dann wieder aus. Und reiten dann morgen nach. Ja, Entschuldigung. Vergesse ich immer. Wir gehen schlafen und reiten morgen. Oh, das Perspektive. Ich krieg jetzt nicht mehr raus. Perfekt jetzt. Wir reiten, also wie gesagt, wir gehen jetzt schlafen und reiten dann morgen nach Javier Escuela. Also, ne, den nächsten Auftrag machen. Und ja, schlaf schön. Schlafen. 7 Stunden reichen. Ne?